Ja. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Hogwarts Legacy. Ich weiß es nicht, von wo die auf mich da. Ach komm mal da. Wisst ihr was? Ihr könnt mich mal. Ciao. Nee, darauf habe ich keine Lust. Nicht jetzt direkt. Bitte. Ich will jetzt hier einfach nur chillen. Ich weiß noch gar nicht, was wir die Folge eigentlich machen. Ich wurde direkt hier reingeworfen in den Kampf. So. Jetzt können wir uns erstmal chillig anschauen, was für Aufgaben wir überhaupt noch haben. Das ist mir zu hoch. Wir haben leider noch nicht genug Monde für Gladwin. Das können wir uns mal anschauen. Wir haben irgendwann mal anscheinend eine Schatzkarte bekommen. Mein Gott, F anschauen. Nee. Kein Plan. Nee, das ist. Nee. Ach Gott, nee. Weißt du was? Wir schauen heute mal zu Sebastian nach Feldcroft. Da können wir heute mal vorbeischauen, würde ich sagen. Sebastian. Heute machen wir endlich mal mit der Hauptquest weiter. Es muss auch mal so weitergehen. Kann gar nichts anderes sagen. Ich bin so fertig gerade. Ich habe heute 2 Stunden. 2 Stunden, ne? Wandern. So einfach so. Ich habe mir gedacht, so, yo, bevor ich jetzt dumm rumsitze und nichts mache, gehe ich lieber wandern. Und ja, Du ich bin bist hier. gerade so fertig. Ja, Sebastian, ich bin hier. Schöne Aussicht. Ich passe auf. Feldcroft ist nicht mehr das, was es mal war. Niemand fühlt sich hier sicher, seit Ranrocks Anhänger Interesse an dem Schloss dort drüben gezeigt haben. Schloss Rookwood. Mein Onkel Solomon ist ehemaliger Auror und will dem nicht nachgehen, selbst nachdem einer von ihnen Anne verflucht hat. Vielleicht sogar mit einem Zauberstab. Ich hörte, wie ein Kobold Zauberer als Stabträger bezeichnete. Dürfen Kobolde keine Zauberstäbe tragen? Genau. Deshalb suche ich nach Antworten. Wenn ich sie heilen will, muss ich verstehen, was mit ihr passiert ist. Anne war immer am frechsten von uns dreien. Und das heißt schon was, wenn man mich und Ominous kennt. Ich hoffe, ein Jo. Überraschungsbesuch von mir und einem neuen Freund aus Hogwarts hebt ihre Laune und bringt die alte Anne zurück. Komm, wir gehen zu meinem Onkel. Hier Ja, lang. let's go. Wo lang? Nach hier unten. Aha. Feldcroft war mal viel lebendiger. Jetzt, da Renrocks Leute dauernd umherlaufen, bleiben alle außer Oh. Sichtweite. Wir sind da. Ich glaube, das Unser Haus habe ich Meister sollte schon. drin Oh. sein. Habe ich schon ausgeräumt. Soll ich jetzt als erstes reingehen? Okay. Wie du willst, Sebastian. Was ich denke. Das hatten wir doch schon. Hey. Schrumpelfeigen heben Flüche nicht auf. Nichts kann das. Je eher du es einsiehst, desto besser. Aber wir haben nicht alles versucht. Es gibt kein Heilmittel. Wann akzeptierst du das? Nein. Ich akzeptiere das nicht. Schau, was du gemacht hast.
mir leid. Geh! Wir wurden nicht mal vorgestellt, so. Wir standen einfach nur mit ihm da drin. Das war unschön. Wenn's dir nichts ausmacht, ich brauche einen Moment. Armer Sebastian. Nicht der erhoffte Besuch. Tut mir leid wegen vorhin. Diese Schmerzanfälle sind schwer zu ertragen. Ja, ja, verstehe ich. Hier noch ein Brief. Sebastian, das ist meine Trankausstattung, nicht deine. Lass meine Sachen in Ruhe. Okay. Reverio. Da liegt noch ein Brief. Liebe Anne, Hogwarts ist ohne dich nicht dasselbe. Naja, Sharp ist genauso übel wie immer, aber du weißt, was ich meine. Ich hoffe, du fühlst dich besser. Und ansonsten haben wir, glaube ich, können wir noch einen Apfel snacken. Ja. Alles in Ordnung, Anne? Ich wollte mich nicht aufdrängen. Keine Sorge, das kannst du nicht. Mir geht es gut. Der Fluchschmerz kommt in Schüben. Oft ganz plötzlich. Niemand hat daran Schuld. Übrigens schön, dich kennenzulernen. Du musst der neue Fünftklässler sein, von dem Sebastian erzählt hat. Ja. Das bin ich. Ich lernte Sebastian an meinem ersten Tag kennen. So sehen wir auch aus. Im Gemeinschaftsraum. Ach, der Gemeinschaftsraum. Wie vielen Erstklässlern ich dort vorgemacht habe, dass ich am Fenster Nixon sehe. Hogwarts fehlt mir sehr. Aber auch in Feldcroft wäre es ganz in Ordnung, wenn es jetzt nicht so trist wäre. Bei all den Kobolden im Schloss und dem Streit zwischen meinem Onkel und Sebastian ist es nicht mehr der gemütliche Rückzug. Warum haben Onkel hier so eine hohe Stellung? Das ist der Wahnsinn. Dass dein Onkel mal Auror war, sich aber weigert, gegen Renrocks Anhänger vorzugehen. Ehrlich gesagt, hätte ich nicht erwartet, dass er so wütend ist. Onkel Solomon ist frustriert. Davon, was mir passiert ist und davon, dass Sebastian denkt, er könnte mich retten. Sie meinen es beide nur gut, aber mein Onkel hat recht. Dieser Fluch kann nicht aufgehoben werden. Das spüre ich. Sebastian kann mir den Schmerz nicht nehmen. Vielleicht kannst du ihm helfen, das zu verstehen. Ich fürchte, das liegt ganz bei Sebastian. Und er scheint sich entschieden zu haben. Ich kann nur hoffen, dass er seine vergebliche Suche nach einem Heilmittel... Die Suche ist nicht vergeblich. Du darfst nicht aufgeben. Ich sollte mich wohl ausruhen. Danke für den Besuch. Ich besuche gern kranke Menschen. Meistens mit so einem, mit so einem Stück Papier, auf dem draufsteht, dass ich der alleinige Erbe bin. Und die müssen einfach nur kurz unterschreiben. So funktioniert es bei mir. Mr. Sello. Oh, er, Sebastians Freund. Hi. Ich entschuldige mich für meinen Neffen. Er weiß nicht, wann er aufhören soll. Bist du ein Arschloch? Sehen. Sind Sie nicht gerade aus dem Haus gekommen? Wie geht es ihr? Es geht ihr gut. Sie wieso juckt es eigentlich so niemanden, dass wir gerade einfach in das Haus rein sind? Und, ja. Ihr muss doch etwas Vielleicht geben. Haben Sie das Heilmittel nur noch nicht entdeckt? Ja, Sie klingen wie Sebastian. Ja. Denken, Sie wissen es besser als die Heiler im St. Mungo. Ja. Die Heiler wissen vielleicht auch nicht alles, Sir. Sebastian ist fest entschlossen, seine Schwester zu retten. Wenn es ein Heilmittel gibt, dann wird er es finden. Ihr Vertrauen in Sebastian ist unangebracht. Irgendeine schwarze Magie hat Anne verflucht. Und die Kobolde werden sich bestimmt so schnell nicht erklären. Ihr Hoffnung zu machen ist grausam. Wir können Anne jetzt nur noch schonen und den Kobolden aus dem Weg gehen. Bei allem Respekt, Sir, aber vielleicht hätte Anne etwas Hoffnung gut. Sie meinen es gut, aber ich weiß, was das Beste für Anne ist und für Sebastian. Sie kommen ganz nach meinem sturen Bruder, besonders Sebastian. Wenn Sie wirklich helfen wollen, dann sorgen Sie dafür, dass Sebastian tut, was er tun sollte, nicht was er will. Er hat keine Ahnung, welchen Schaden er anrichten kann. Denken Sie an meine Worte. Schönen Tag noch. Ich sollte nachsehen, wie es Sebastian geht. Okay, Sebastian. Warum hört er nicht auf mich? Sie ist meine Schwester. Wir helfen dir. Wir helfen dir, das Heilmittel zu bringen. Du hast selbst erlebt, womit ich es zu tun habe. Ich entschuldige mich für meinen Onkel. Er ist zu weit gegangen. Ich hätte wirklich nicht erwartet, dass er so wütend ist. Er ist immer wütend. Und zwar seit meine Eltern gestorben sind.
Ich glaube, wir müssen den Hut abnehmen. Verletzt wurde, wurde er noch schlimmer. Als gäbe er mir die Schuld. Er nennt mich immer den Sohn meines Vaters. Wie eine Beleidigung. Ich versuche, ihr zu helfen. Er hat einfach aufgegeben. Anne und dein Onkel scheinen davon überzeugt zu sein, dass man nichts mehr für sie tun kann. Ich weigere mich, das zu glauben. Annes Schmerz ist mehr als nur körperlich. Er hat sie völlig verändert. Mir fehlt meine Schwester. Und ich werde sie zurückholen. Komm, ich will dir zeigen, wo es passiert ist. Oh yeah. Lass mich den Hut schnell abnehmen. Sorry, Sebastian, wir müssen kurz den Hut abnehmen. So cool auch der Hut ist. Nein. Ja, da sehe ich uns. Wird mal gar keinen Hut gerade haben. Der Zylinder, der war ganz lustig, aber die Zeiten sind vorbei. Mehr fähig, als die Leute denken. Wir sollten sie nicht unterschätzen. Wir sollten wenig unterschätzen. Der Schutt, den du siehst, stammt von dem Geschehen auf dem verlassenen Anwesen. Sie haben nach etwas gegraben. Hä? Nach was? Oh, Kühe. Da oben, auf dem Plateau, haben sie Anne verflucht. Hier entlang. Die holen wir uns, die Wichser. Ich finde schön, dass man einfach nicht über diese Treppe... Grandrock weiß, was er tut. Junge Sebastian, du hast gerade eine Leiche angegriffen. Oh lol. Ah, komm, jetzt machen wir so Sebastian. Das war die beste Mahlzeit seit langem, und das meine ich auch. Ein lästiger Zettler. Ja. Ja. Oh, hier. Das war dein letzter Fehler. Bro, ist sie nicht gerade umgebracht? Ich glaube, du weißt, wie kann Ring das zu tun hat. Oh lol! Bro, wo kommst du denn jetzt her? Mein Gott. Ich gebe zu, das war etwas mehr, als ich erwartet hatte. Ich wollte mich warnen. Repar. So nicht. Diese Anhänger haben das verdient. Warum hat sie sich versteckt? Hier ist es passiert. Mitten in der Nacht rochen wir Rauch. Als wir nach draußen schauten, schossen Flammen aus diesem Anwesen. Bevor mein Onkel und ich etwas tun konnten, rannte Anne zum Feuer, besorgt, jemand könnte verletzt sein. Sie sah sich einer Horde von Kobolden gegenüber, die verzweifelt versuchten, die Flammen zu löschen. Plötzlich ertönte eine eisige Stimme aus dem Rauch.
Kinder sollte man sehen und nicht hören. Dann eine blendende Explosion. Sie eine gab Flash. Nicht mal die Chance zu fliehen. Klingt, als hätten die Anhänger Anne grundlos angegriffen. Ich würde es ihnen zutrauen, aber ich bin überzeugt, dass sie etwas verbergen. Vielleicht irre ich mich, aber ich denke, hier könnte etwas sein, das mich zu demjenigen führt, der Anne verflucht hat. Womöglich erfahre ich so, welche Magie ihr geschadet hat und kann ein Heilmittel finden. Wir helfen dir. Die Anhänger sind überall, aber sie scheinen hier viel Zeit zu verbringen. Und bestimmt haben sie etwas zu verbergen. Und in Schloss Rookwood. Sollen wir uns mal umsehen? Sie scheinen ihr Lager nicht ohne Grund hier aufgeschlagen zu haben. Sie haben Stationen für alles. Aha. Geh doch runter. Ich hörte, dass überall solche Ausgrabungsstätten der Kobolde auftauchen. Ein Wunder, dass das Ministerium nicht mehr tut. Ranrocks Anhänger. Immer bewaffnet und kampfbereit. Huhu, 24 Euro. Nummer 14. Rebellion. Oh, hier waren wir schon. Oh mein Gott, okay, mein Bro. Wer hat hier gewohnt? Es ist verlassen, seit ich hier wohne. Hier soll mal ein Hort. Befindung. Vor Jahrhundert. Mehr habe ich nie gehört. Ein genauerer Blick auf das Haus selbst. Diese fucking Statuen, was hat denen auf sich? Der Brunnen kommt mir bekannt vor. Oh, ist das das Dorf von, wo auch Rookwood war? Sebastian, hier drüben. Glaubst du, das wurde damals, als Anne verflucht wurde, im Feuer beschädigt? Könnte sein. Aber für mich sieht es nach Vorsatz aus. Ja, warum nicht? Was soll ich denn jetzt nächstes mir holen, nachdem Sebastian ja immer noch da drin steht? Rebellion. Sebastian, das habe ich schon mal gesehen. Das Haus, den Brunnen. Oh ja, meine Facecam sieht aus. Gib mir einen Moment. Ich erkläre es gleich. Sebastian. Da ist sie schon wieder weg. Das Haus gehörte einer Hogwarts-Professorin. Vor hunderten von Jahren. Wem? Was meinst du? An diesem Tag fand ich ein Denkarium in der verbotenen Abteilung. Es zeigte dieses Haus. Da war ein kleines Mädchen und eine Dürre. Die Hüter zeigten mir auch andere Erinnerungen. Das Mädchen wurde Professorin in Hogwarts. Ihr Name war Isadora Morganock. Sie war ein Mitglied der Hüter. Hüter? Wie beim Quidditch. Und du hast ein Denkarium in der Bibliothek gefunden? Ich kann nicht mehr folgen. Ganz schön viel, hm?
Ich bin mir nicht mal sicher, ob ich alles verstanden habe. Und nein, keine Quidditch-Hüter. Sie nennen sich selbst Hüter, weil sie eine Art Wissen beschützen. Und es hat mit dem Gewölbe in Gringotts zu tun. Habe ich das richtig verstanden? Ranrock und Rookwood sind hinter dir her, weil du etwas bei Gringotts gefunden hast, wo du per Portschlüssel gelandet bist. Genau. Du kannst Spuren alter Magie sehen und denkst, dass Ranrock sie sich zunutzen machen will. Und jetzt siehst du Erinnerungen von Hütern? Oh, genau. Und dieses Haus gehörte einem Hogwarts-Professor, der vor hunderten von Jahren einer dieser Nicht-Quidditch-Hüter war. Ja. Würde ich dich nicht kennen, würde ich denken, du machst Witze. Nein. Ganz schön viel, wenn man es so betrachtet, oder? Der Punkt ist, wir haben beide einen guten Grund, dieses Haus zu durchsuchen. Du suchst nach Antworten auf das, was mit Anne passiert ist, und ich suche Antworten zu den Hütern. Sieh dir das an. Was? Jemand hat das hier mit Absicht aufgehäuft. Ob das was blockiert? Wir finden es nur auf eine Weise raus. Warum eine Treppe blockieren? Vielleicht gibt es hier drin etwas Interessantes. Sie haben das alles hier einfach liegen lassen. Sie sind hinter etwas Größerem her. Oh lol. Dann hat Sebastian mich überholt. Was hat mir hier gerade Schaden gemacht? Lol. Lumos. Es ist meine zweite Woche im Lager. Jeden Tag kommen mehr. Die Muggelärzte kommen mehr. Die Muggelärzte und sogar ein paar unserer eigenen Heiler tun für sie, was sie können. Die Trauer ist allgegenwärtig. Wer die Seuche übersteht, ist für immer durch seinen Verlust gezeichnet. Ein Fieber kann zurückgehen, die Haut mag heilen und sich vernarben, aber diese entsetzliche Leere bleibt. Ich habe einen Mann gesehen, etwa so alt wie mein Vater, der sein Kind verloren hat. Es war unerträglich. Ich fühlte den Drang, ihm etwas Erleichterung zu verschaffen. Ich glaube, die anderen könnten falsch liegen. Ich habe die Macht, diesen armen Seelen zu helfen. Es scheint mir ebenso grausam zu sein, ihnen nicht zu helfen, wie es grausam wäre, sie von ihrem Leiden zu erlösen. Ein Tagebucheintrag von Isadora. Ich sollte ihn aufbewahren. 2 von 7? Ich bin hierher gekommen, um zu lernen. Aber jetzt will ich helfen. Mein innerer Konflikt wird täglich schärfer. Es fühlt sich an, als wollte meine Magie heilen und helfen, aber ich würde sie gewaltsam daran hindern. Soll ich alle Hoffnung fahren lassen? Werde ich dann nicht ewig bereuen, nicht mehr getan zu haben? Ich kann ihnen nicht mehr in die Augen sehen und dann doch zugleich wissen, dass ich ihren Herzschmerz lindern könnte. Ich habe heute gesehen, dass der Mann, der mich so an meinen Vater erinnert, das Lager verlassen hat. Sicher kann nichts schiefgehen, wenn ich ihm helfe, oder? Ich könnte meine Untersuchungen fortführen. Sicherlich, aber das wäre nur ein glücklicher Nebeneffekt davon, mit dieser Fähigkeit Gutes zu tun. Diese Tagebucheinträge stammen offenbar von Isadoras Reisen. Revelio. Ja. Lumos. Incendio. Lumos. Lumos. Was ist hier noch? Aha. Das sehen wir aber erst nächste Folge. Ich würde sagen, lasst ein Like und ein Abo, wenn es euch gefallen hat. Schaut auch beim nächsten Mal vorbei. Morgen geht's weiter und tschüss.